Ja, einen wunderschönen guten Servus, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung, euer Patipatul zurück mit Tetris Effect. Bevor wir jetzt anfangen, ich hätte was vor für den nächsten Livestream am Samstag, da mein PC ja leider Gottes nicht geht, hätte ich vor, über die PlayStation zu streamen. Ich habe drei Spiele runtergeladen, die recht günstig waren. Das erste wäre The Bard's Tale Remastered. Das können wir entweder anfangen zu livestreamen, oder ich habe zwei von Das Schwarze Auge. Das eine ist Memoria und das andere ist Satinavs Ketten, glaube ich, heißt das. Irgendwas mit Ketten. Ich glaube, Satinavs Ketten. Ist nicht die Nordland-Trilogie, die könnte ich theoretisch auch runterladen. Ich habe aber gerade nicht die 40 Euro auf dem Konto gehabt und wollte auch ehrlich gesagt nicht mal hingehen und nachladen. Das kann ich dann demnächst irgendwann mal machen. Können wir uns um die Nordland-Trilogie kümmern. Aber so, das wären die drei, wo ich vorhätte. Oder wir könnten auch God of War spielen, die PlayStation 4-Variante, nicht Ragnarök, sondern die Version vorne dran. Dann hätten wir Control, hatten wir schon mal im Livestream. XCOM 2 könnten wir Livestream machen. Fallout 4 sollte, glaube ich, auch machbar sein. Wenn mich nicht alles täuscht, Fallout 4, genau. Das hätte ich auch noch. Ansonsten fällt mir gerade aus dem Stegreif nichts ein. Doch Star Trek Bridge Crew können wir noch machen. Das ist aber wieder ein VR-Spiel. Also ich würde eher so 2D-Spiele spielen oder Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider hätte ich noch zum Angebot. Ja, das können wir auch noch spielen. So, das sind so Angebote, die ich habe. Ja, ich würde sagen, wir machen dann hier weiter. Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen Panik. Man hat mich gefragt, ob man, das war der Schatten gewesen, wo mich gefragt hat, geht die da bei dem Spiel einer ab? Oh, gelegentlich. Nee, Quatsch. Ich finde das Spiel einfach nur schweinegeil. Ich finde es einfach nur Hammer. Und finde es einfach nur klasse. Ich liebe dieses Spiel. Bin ich ganz ehrlich, ich liebe dieses Spiel. So, wir sind jetzt... Es sind nicht mehr vier, es sind jetzt fünf. Ja. Ich habe eigentlich nur vor, das hier zu machen. Es gibt ja noch, glaube ich, warte mal, wenn wir mal zurückgehen, den Effekt-Modi. Dreht die Herausforderung auf verdrehten Musik an, Bestimmung, basiert auf deine Stimmung. Multiplayer, können wir auch mal, man kann auch Multiplayer mal im Livestream machen. Auch eine Idee. Wer das hat. So. Ich weiß nicht, ob das Crossplay geht, weil wie gesagt, auf der Xbox gibt's das Spiel. Also gar. Ich weiß noch, ich denke, das gibt's noch in Game Pass. Ja, wir sind aber noch im Abenteuermodus. Ich denke, den Abenteuermodus allein spielen wir durch. Das reicht. Es sei denn, wir wollen den Effektmodus spielen. Dann sagt mir bitte Bescheid. So. Jevil Vale. Oh Mann. Ich sitze wieder leicht verschwitzt im Durchzug. Klarer Fall. Ich habe keine Strümpfe an, direkt die Nase zu. Ja. Gut. Und wie gesagt, Leute, nochmal, ihr seht das quasi in 2D. Ich habe auch schon ein anderes 3D-Spiel angefangen. Und zwar Anyone's Diary habe ich angefangen. Aber ich wollte das jetzt nicht hochladen mit dem hier. Sondern ich würde gerne an die Videos, würde ich gerne, also quasi, wie soll ich sagen, also für die Videos würde ich gerne die VR-Spiele nutzen. Und für die Livestreams dann halt solche Spiele wie zum Beispiel Bard Tales. Oder was ich auch möchte, ist, wie gesagt, die Nordland-Trilogie möchte ich mir noch kaufen. Und die haben auch noch, habe ich gesehen. Pass auf, jetzt bin ich gerade mal überlegen. Nicht Bard Tales. Ah, Mann, Dark Alliance. Baldur's Gate. Jetzt war ich gerade. Baldur's Gate haben die auch. Aber so viel Geld hatte ich jetzt nicht gerade, um das alles zu kaufen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was vor. Und ich würde gerne halt solche Sachen. Bard's Tale, Baldur's Gate und die anderen normalen Spiele, sage ich jetzt nochmal, würde ich gerne als Livestream machen und die VR-Spiele würde ich gerne als normale Videos hochladen.
Es sei denn, ihr möchtet ein VR-Spiel als Livestream haben, dann sagt mir Bescheid, dann machen wir das. Und wie gesagt, die PlayStation 4 wird jetzt gespielt, solange bis wir wieder bis ich wieder einen funktionierenden Computer habe. Ich habe am Freitag meinen Spezi leider Gottes nicht erreicht. Vielleicht habe ich ja das Glück, dass ich am Montag ihn erreiche. Dann werde ich ihn erstmal telefonisch fragen, was ich mit meinem PC machen kann. Und ja, dann habe ich eigentlich vor, jetzt bin ich mal gespannt, Level 4. Okay, er bleibt bei Level 4, das freut mich. So, können wir nämlich auch ein bisschen hier uns angucken. Diese wunderschönen Christbaumkugeln. Schön. Ja, und wenn ich ihn zur Reparatur gebe, werde ich das wahrscheinlich während meiner Urlaubszeit machen, die ich übernächste Woche habe. Warum will ich es während meiner Urlaubszeit machen? Da kann ich ihn auch morgens hinbringen. Habe ich schon gesagt, dass das geil aussieht? Entschuldigung, ich habe mich jetzt zu sehr gerade auf das Spiel hier konzentriert. Aber ich gehe davon aus, wir wissen ja 12, 24, 36. Das heißt also, ich glaube, ab den nächsten 6 Leveln, da geht es hier richtig ab. Also darf ich jetzt nicht zu viel Bock missbauen. Gucken wir mal ganz kurz, was als nächstes kommt. Das könnten wir hinkriegen. Ja. Oha. Mir schwant schon vor den nächsten. Mir schwant's. Gerade noch 3 Stück und dann krieg ich hier richtig den Arsch voll. Fubak! Was ich schon sagt, nicht? Ich weiß gar nicht, kennt jemand den Ausdruck Fubak noch? Nicht Fubar, wie es jetzt dieser Film ist, sondern Fubak. Furchtbar bösen Arsch voll kriegen. Jetzt muss ich gucken, wie ich mich da rausbaue. Mit einer total zunen Nase macht das so unheimlich so viel Spaß, Leute. Glaubt mir es. Ich kriege keine richtige Luft durch die Nase. Das ist richtig nice. So, jetzt wird's interessant. Level 4. Level 6. Na gut, das geht noch. Das ist Wahnsinn. Also es sieht richtig geil aus. Das muss ich lassen. Jetzt habe ich mich verbaut. Scheiße. Vor lauter auf die Klötze klotzen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich habe heute. Oh, das war. Muss ich was erzählen aus der Arbeit? Schwank aus der Arbeit. Ich transportiere immer die Essenskarren. Also ich gehöre zum Wohn- und Bringdienst und dann fahren wir auch die Essenskarren runter. Und da habe ich heute 2 Mädels mitgenommen vom 5. Stock. Die wollten ins Erdgeschoss. Die sagten, pass auf, steig zuerst ein und dann mache ich einen Essenskarren rein. Und dann haben die sich an die Spiegelseite gestellt und dann habe ich gesagt, Leute, ist okay. Und dann bin ich rein und dann haben die, wow, weil die konnten sich dann auch auf die andere Seite zwischen Tür und Essenskarren stellen. Und dann sagen die so, der ist nicht so groß, wie ich gedacht hatte. Ja, ich dachte, er wäre länger. Ich guck die so an, das sind eigentlich Sätze, die man im Schlafzimmer nie hören würde. Oder wie es bei Jeopardy heißen würde. Ich nehme, was meine Worte, die ich von meiner Frau niemals hören würde, für 500. Also, da hatte ich dann schön den Lacher auf meiner Seite.
Ja, momentan sehen wir hier nicht viel. Außer, dass wir quasi in der Forest sind. Jetzt regnet es auch noch. Och, Leute, es regnet. Ach, kein Wunder, warum ich krank werde. Hier regnet's. Ich liebe die VR. Das ist manchmal so etwas... Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krank an. Aber manchmal sitze ich da und sage mir, ey, Helm auf, also Brille auf. Brille auf, einfach in die VR. Einfach nur in die VR. Tetris auf Easy spielen. Dass er eigentlich in den niedrigsten Leveln bleibt. Dass man quasi die Umgebung hier, jetzt muss man ganz kurz die Brille richtig setzen. Ja, dass man sich mal ein bisschen die Umgebung angucken kann und so. Ah, verdammt. Ich dachte, den kriege ich jetzt so, aber das war ja ein kalter. Die Zeitzone habe ich jetzt hier böse verbastelt, aber ganz ehrlich. Das war jetzt ein richtig kalter. Der Dom war jetzt, der war ja so kalt, Alter. Mann, 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 Mann. So, ich habe ein bisschen Panik, was jetzt nach der 24 passiert. Aber dann so schnell wird, dass ich dann gar nicht mehr klarkomme. Weil das Problem ist ja dann einfach nur, dann stehst du da und hast das Problem, dass du eigentlich gar nicht mehr dich um die Umgebung gucken kannst, was da so abgeht. Weil es einfach zu schnell ist. Aber... einfach nur die Musik genießen. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich Tetris geil finde? Nö, ne? Aber habe ich noch nicht erzählt. Ne? Habe ich, glaube, während den ganzen vier Parts hier noch nicht einmal erwähnt, dass ich Tetris so klasse finde. Vor allen Dingen das Tetris hier. Und ich bin so ein Typ, kriegen vielleicht manche Leute mit, während jetzt viele Leute die PlayStation 5 hypen und feiern diese VR von der PlayStation 5 bis zum Abwinken, sag ich, es gibt nichts Geileres als die PlayStation 4 VR. Und viele Leute so, hä? Ja, weil da bei der PlayStation 5 VR sind wir wieder da, wo ich nicht hin will. Weil eine PlayStation 5 kostet bald 700 Euro. Ich weiß nicht, ob es günstiger geworden ist, aber so 700 Euro war das letzte, was ich jetzt weiß. Oh, die Kaleidoskope. Ja, das ist ein bisschen nervig, die Musik. Ja, eine PlayStation 5 bezahlt man so ungefähr 700 Euro. Also, ich weiß nicht, vielleicht jetzt ein bisschen weniger. Aber trotzdem, für das VR-System bezahlst du nochmal so circa, keine Ahnung, 500 bis 800 Euro. Also sagt, Leute, mal ganz ehrlich. Nö, bezahle ich nicht. Sehe ich nicht ein. Also, nennt mich spießig, bin ich auch dann in dem Moment. Jo. Aber mal ganz ehrlich, man muss diesen Preis nicht bezahlen. Finde ich nicht. Gut, ich weiß, ja, Technologie und die muss bezahlt werden. Ganz klarer Fall. Verstehe ich, stehe ich auch hinten dran. Ich meine, ich will ja für meine Arbeit auch Geld haben.
Aber na gut, ich mache jetzt hier keine Hochtechnologie-Arbeit, aber ich weiß schon, was ihr meint. Also man soll schon die Arbeit und die Technologie und die Technik, die dran verbaut ist, kostet ja auch Geld. Und deshalb will man dann halt dementsprechend das Geld auch verdienen. Das ist ja klar. Aber dann warte ich, bin ich ganz ehrlich, dann warte ich lieber, bis entweder die, bis die PlayStation 5 billiger ist, was sie wahrscheinlich nie wird. Scheiße! Hallo, Leute! Wie soll ich das bitte schon machen? Fuck! Scheiße! Na, das schaffe ich nicht mehr. Komm, weg. Komm, lass mich sterben. Das schaffe ich definitiv nicht, Leute. Fortfahren. Na, das ist aber bald da. Da habe ich mich total verbaut, habe nicht... habe ich mich total verbaut und... Ich muss so weit wie möglich unten bleiben und muss wissen, dass ab Stufe 12 dann Stufe 10 kommt. Also Level 10. Ist schon manchmal ein bisschen hart. Dann baust du so vor sich her, denkst dir nichts Böses, du hast vorher zwei Level gehabt, wo sich das Level im Großen und Ganzen überhaupt nicht verändert hat, immer gleich geblieben ist, und dann kommt dann das und haut dir volle Möhre aufs Maul. Und du stehst da so, uff, okay. Wie gesagt, vorher zwei Level, zwei Spiele gehabt, wo komplett gleich geblieben sind, alles gut, alles klar, ja, wow. Technusbrot, was brauchen wir? Schnelle Level, ha. Level 7, das reicht doch. Du so, ja, ja, Level 7 ist gut. Level 7 ist gut. Bleiben wir bei Level 7. Und dann kommt so, hey, hey, Level 10. Puff. Aua, volle Möhre auf das Brett. So, also weiß Bescheid, Linie 12 ist Concentration angesagt. Da kann ich mich auch nicht auf das konzentrieren, was hier nebendran passiert. Also auf das hier. Wenn ihr das seht, dann passt mal auf. Ich kann mich absolut nicht drauf konzentrieren. Das geht nicht. Ich muss mich dann hier auf das Geschehen in der Mitte konzentrieren. Weil sonst... wir sehen ja, was dabei rauskommt, wenn der Patrick... Ich hatte zwar eine Zeit lang und dann habe ich wieder die Konzentration verloren. Und dann war es wieder rum. Scheiße. Ach, fuck, ich dachte, das kommt jetzt. Ah, oh Mann, das kann ich so schnell nicht mehr retten. Nee. Das kann ich nicht mehr, komm, das kann ich nicht mehr retten, das da. Leck mich am Arsch. Schon wieder mit den Gedanken wo ganz anders gewesen. Zack, vorbei. Du darfst in dem Moment keine Sekunde das Ding aus den Augen lassen. Sonst ist es rum. Du musst voll konzentriert dabei sein, sonst ist es vorbei. Sonst ist wirklich, du hast keine Chance. So, ich muss mal die Brille noch mal ein bisschen höher setzen. Also ihr seht jetzt ein bisschen weniger vom Bildschirm als vorher.
So. So. Drei. Naja. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu konzentrieren. In der Hoffnung, dass ich es jetzt hinkriege. Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich das Ganze ein bisschen im Auge behalte. Ich habe aber auch keine Zone gehabt, dass ich sagen konnte, jetzt direkt so, ja. Los geht's. Scheiße! Gut, jetzt kann ich wieder ein bisschen durchatmen. Jetzt können wir uns auch ein bisschen hier umgucken, wie es hier aussieht rundherum. Oh, das ist ganz schlimm gewesen gerade, Leute, ganz schlimm. Aber wir haben jetzt so viel schon zusammengebaut, dass ich sagen kann, wir kriegen eigentlich alles andere recht schnell weg hier. Also ich habe quasi schon gut vorgebaut, muss ich sagen, hier, wenn ich mir das hier so angucke. Habe ich mir wirklich sehr gut vorgebaut. So. Und der Level auch erledigt. Direkt mit Level 8. Das ist natürlich klasse. Hoffentlich wird er gleich langsamer, Alter. Aber wir haben ja ein So. Dann der daher und der daher. Sehr gut. Hoffentlich geht er jetzt nicht gleich auf Level 10, Alter. Das wäre so derb. Aber ist es normal? Das sollte eigentlich. Scheiße. Da habe ich mir böse einen verbastelt. Ja, ich hätte es vielleicht anders abbauen sollen. Ist mir dann so im Nachhinein jetzt auch gekommen. Aber er bleibt bei Level 8. Er ist konstant. Ich find's gut. Bloß kein Stress, Leute. Bloß kein Stress.
Ich krieg hier alles geregelt, Leute. Ich krieg das hier schon gemastert. Übrigens, das sind Schildkröten. Wollte ich nur so nebenbei mal gesagt haben. So, das nächste geht jetzt da rein. Zack. So, und das geht wieder da rein. Und dann haben wir da Ruhe. Hey, hoffentlich kriegen wir in der nächsten Tour wieder Ruhe, Alter. So, Level tiefer wäre nicht schlecht. Ich wäre dafür. Ich würde das gut heißen. Nein, diesmal bleibt er wieder konstant bei einer... Er bleibt wieder konstant. Finde ich gut. Ich kann euch eins sagen, wenn ihr voll seid wie 12 Russen, dürft ihr das Spiel nicht spielen. So. Dann machen wir das Level auch zu Ende. Finde ich schön. Schöne Tapete übrigens. Ja, da kann man sich selbst ein bisschen Musik machen. Das Schöne ist, ich glaube, das Ding wird gleich richtig böse abgehen. Ich glaube, das wird mir gleich ganz, ganz böse die Visiten lesen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Da macht es Sinn, wenn man auch den viereckigen Würfel dreht. Denn das gibt nämlich Musik. So. Wollen wir mal gucken. Wie gesagt, ich kriege gleich ganz böse, ne, Pupak. Ja. Gut, wir haben noch ein bisschen, ja, noch ein kleines bisschen. Nein, das machen wir lieber so. Den machen wir lieber so. Die stellen wir lieber dahin. Die basteln wir da rein. Da basteln wir dich da rein. Und die basteln wir da rein, weil dann können wir nämlich die da rein basteln. Und dann geht es nämlich hier richtig ab mit Level 8. Na, das geht aber noch. Aber ich glaube, gleich danach kriege ich hier richtig Fubak, Leute. So, ich muss mich ein kleines bisschen wieder konzentrieren. Das ist nämlich schon mal ein bisschen schnell. Versuchen das so lang wie möglich, so weit wie möglich unten zu lassen.
Ich glaube nämlich, gleich gibt's Level 10. Und dann kriege ich hier mächtig. Level 10? Level 11? Leute, das Feuerwerk ist genehmigt! Scheiße! Ich hab mich gerade wieder verbastelt. Aber ich konnte mich retten. Yes! Level 11. Mein lieber Jelly. Alter, leck mich am Bengler. Zwar nur D. Uff. Aber Level 13 im Lehrling finde ich ganz geil. Find ich geil. Boah, Alter, wie wird das Captain Tibor sagen? Mir läuft die Brühe. So, Sunset Priest ist das nächste, was wir im nächsten Video machen. Ich bin aber überlegen, ob ich heute schon das erste Video hochladen soll von Anyone's Dingenskirchens. Anyone's Diary. Ist ein schönes Spiel. Können wir uns angucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Patipatul. Bye, bye.